Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Mai Müsli Deluxe Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dieses wunderschöne Schätzelein zu ergattern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Beziehungsweise nicht ergattern, sondern zu erobern vielmehr. Ergattern könnt ihr, wenn ihr möchtet, in diesem Video einen selbst zusammengestellten Adventskalender, denn den verlose ich hier. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Dieser Adventskalender kostet regulär 139,95 €. Das ist echt eine Stange Geld. Aber hier ist nicht nur Müsli drin, nein, 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 sondern auch Snacks und Tools und dies, das, Ananas. Und ihr könnt mit meinem Code Claudi-Kalender24 15% auf den Adventskalender und auch auf alle anderen Adventskalender bei meinem Müsli sparen. Es gibt dieses Jahr 3 Stück. Und das ist dann quasi 118,95 € oder 95 €, so den Dreh, den ihr dann für den Adventskalender bezahlen müsstet. Ja, ich bin sehr gespannt, was sich hier drin befindet. Ich habe ihn im PR zugeschickt bekommen, genauso wie auch meine wundervolle Kollegin Nicole vom Kanal Chiquitas Place für eine zweite Meinung. Schaut super gerne auch mal bei ihr vorbei. Auch wenn mein Müsli eher so für Individualität, Bild ja um Müsli und so weiter steht, starten sie eigentlich bei den Adventskalendern relativ beständig am 1. Dezember mit Save the Ocean. Das ist ein Müsli, wo wir echt leckere Sachen drin haben. Ne? Dinkel, Quinoa, Knusperstückchen, Kakao, Sauerkirschen haben wir hier auch mit dabei, Haferflocken, also super, super lecker. Und ich mag auch gerne diese schon vorportionierten Müslis von meinem Müsli, weil man da einfach schon direkt einfach in den Schrank greifen, Milch drauf, fertig ist die Laube. Und nicht nur ich liebe diese Müsli, sondern auch mein Freund und auch mein kleiner Sohn Julius. Der bekommt dann ab und an mal ein bisschen was davon. Und ja, ich finde es schön. Schöner Start. Wir sind uns aber natürlich alle sehr bewusst darüber, dass dieser Adventskalender noch etwas mehr eskalieren muss. Am 2. Dezember geht es weiter mit, oh, sehr praktisch, Tree of Tea Ginger Glow. Das ist eine würzige Kräuterteemischung mit Ingwer und Zitronengras. Hier sind 30 Gramm drin und das ist ein loser Tee, den ich aktuell sehr gut gebrauchen kann. Ihr hört es, ich bin ein bisschen erkältet, dementsprechend kommt das, glaube ich, ganz, ganz gut, dass man da nochmal gut durchheizen kann und die Nase freikriegt. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und das ist etwas, was wir letztes Jahr auch drin hatten. Christmas Schoko Crunchy, das kann man entweder so essen oder man kann es in Müsli reinmachen, ist übrigens bis zum 15.04. nächsten Jahres haltbar. Hier sind 50 Gramm drin enthalten und damit kann man halt, also ich persönlich finde, dass man damit sein Müsli einfach ein bisschen aufpeppen kann. Man kann es auch so essen, das ist mit Kakao, Quinoa, Knusperstückchen, Zartbitter, Schokoplättchen, Krokantbällchen, also eigentlich super auch für meinen Freund geeignet. Hier haben wir die Nummer 4 direkt beim Schneemann. Das ist richtig cool. Das ist ein großer Tee. Mary Apple Cinnamon. Oh, leider nicht unsere Geschmacksrichtung. Das sind 120 Gramm hier drin, weil wir haben hier Tee mit Zimt. Nicht ganz so unser Vibe, ne? Aber er passt halt sehr gut zu der Adventszeit. Und ich glaube, viele von euch stehen auf Zimt und Zimt im Tee und so. Für uns jetzt nicht ganz so gut. Also da hätte ich lieber den Ingwer-Tee in groß gehabt. Einen Tag vor Nikolaus bekommen wir am 5. Dezember ein Porridge. Ich liebe Porridge und Julius isst auch aktuell sehr, sehr viel Porridge. Das ist das Spekulatius Porridge. Sehr winterlich, sehr weihnachtlich mit Mandeln und Weizenstärke und Haferflocken und Spekulatius. Macht auf jeden Fall Sinn. 45 Gramm sind hier drin enthalten und ich finde es auch immer schön, du hast hier immer diese Gucklöcher, dass ich euch auch so ein bisschen zeigen kann, was das so ist. Ne? Also man hat damals zu Porridge ja Haferbrei gesagt und da macht man halt Milch mit rein und dann kann man das auch essen. Das ist aber halt durch das Spekulatius oder durch die Spekulatiusstückchen dann ein bisschen crunchiger auch noch. Und als kleiner Pro-Tipp, da kann man theoretisch zum Beispiel auch dieses Cinnamon, dieses Schoko-Christmas-Gedönsen rein machen, wenn man es noch ein bisschen mundgefühlmäßig anders haben möchte. Darüber freue ich mich jetzt sehr, denn am 6. Dezember, Nikolaus, haben wir wirklich was Besonderes drin. Leute, das Ding hat einen Wert von 25 € oder so. Das ist der To-Go-Cup, also der To-Go-Becher und das haben wir in einem wirklich sehr, sehr schönen Dunkelpetrolton. Wir haben den auch da, wir verwenden den sehr häufig, vor allem das obere Teil wird sehr häufig verwendet, weil man darin halt auch separat sehr gut Sachen aufbewahren kann. Ne? Und ja, hier unten kann man theoretisch was reinmachen und oben kann man was reinmachen und dann halt irgendwie miteinander vermixen, wie man das halt so haben möchte. Ne? Finde ich mega cool. Und letztes Jahr hatten wir hier auch irgendwie, genau, hier hast du auch noch ein Free Müsli mit dabei, aber ich glaube, das ist nicht mit, das ist, glaube ich, mit einem, oder? Nee. Mach dein Müsli-Erlebnis einzigartig. Bestelle jetzt und erhalte deinen gratis Müsli-Mix im Wert von bis zu 10 € für deine nächste Online-Bestellung. Das ist natürlich cool.
Mindesteinkaufswert hast du hier mit dabei oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir in diesem Adventskalender ein Müsli oder ein 10-Euro-Gutschein drin finden können, dass wir uns quasi selber unser großes Müsli kaufen könnten. Aber hier ist auf jeden Fall auch noch ein Free-Müsli in der Nummer 6 drin enthalten. Ich finde es richtig cool. Und wie gesagt, man kann das dann auch hier wieder zumachen. Und ja, super toller To-Go-Becher. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ist bei uns häufig in Einsatz. Leute, am 7. Dezember haben wir wieder eine meiner Lieblingsmischungen drin enthalten. Wildberry Joghurt von My Müsli, also das My Müsli selber. Ja, wir haben hier einfach so ein bisschen Wildbeeren und Joghurtplättchen. Und oh, das ist so lecker. Und ich finde, es fühlt sich einfach richtig gut an, wenn man das zum Frühstück zu sich nimmt oder zum Abendbrot. Ne? Es gibt einem auch irgendwie ein gutes Gefühl, dass man hier auch die ganzen Beeren immer so schön drin sehen kann. Ich zeige es euch nochmal. Ich finde es so, so cool. Also mag ich. Schön. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir Nut Butter Balls drin. Die sind auch sehr, sehr geil. Das sind mit Mandel, Apfel und Zimt. Drei Bälle hier drin. Und die sind auch nicht so... Also man kennt es sonst von solchen Balls, ne? Dass die auch gerne mal sich sehr trocken oder sehr viel anfühlen, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ich mag die sehr, sehr gerne. Das ist halt ein schöner Snack für mich persönlich zwischendurch. Ein Energiekick. Ich habe die Nummer 9 vergessen, deswegen schneide ich das hier mal eben mit rein. Ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns über Christmas Cookie Granola freuen. Das finde ich großartig. Das hat natürlich auch ein bisschen was weihnachtlich-Zimtiges mit dabei. Hier sind 50 Gramm drin enthalten. Und ja, ich verdecke gerade mit meiner Mütze ein bisschen das, was ihr vielleicht schon für die nächsten Tage sehen könntet. Ja, finde ich cool. Kann man genauso wie das, was wir eben auch schon drin hatten, schön mit Müslis oder Porridge kombinieren oder halt auch solo essen. Oh, in der Nummer 10 darf es mit einem Müsli-Riegel weitergehen. Wünsche ich mir persönlich nicht ganz so viel in diesem Adventskalender, weil der halt auch einfach nicht günstig ist. Ne? Das ist der Müsli-Riegel Blueberry Vanilla Granola. Und ja, ich mag es, wie gesagt, sehr gerne als Zwischenmahlzeit. Finde es ein bisschen schade, dass es jetzt direkt nach den Nut Butter Balls kam. Das ist ein bisschen blöd aufgeteilt. Und finde auch in Ordnung, wenn wir da mal sowas hier drin finden dürfen. Aber ich möchte da nicht allzu viele drin finden. Auch wenn das sicherlich super lecker ist. Am 11. Dezember, das ist die erste Schnapszahl, haben wir hier auch wieder ein Porridge drin. Almond Coconut Shock Porridge. Und ja, also Mandel, Kokosnuss, Schokolade. Und das sieht auch lecker aus, ne? So schaut es einmal hier aus. Und das quält ja auch ein bisschen auf, ne? Finde ich sehr, sehr cool und sehr interessant. Ich weiß nur nicht, ob das auch wirklich was für Julius ist. Da muss ich mal gucken, ansonsten esse ich das halt. Halbzeit. Die Nummer 12 enthält auch wieder ein Müsli und zwar Banana Bread. Das ist quasi ja Bananenbrot, ne? Da hast du Banane mit dabei, aber ich glaube auch Schoki oder sowas. Hier Kakao Quinoa Knusperstückchen, Kakaokekse, Zartbitterschokolade, genau, und halt Bananen. Ist jetzt nicht so ganz meine präferierte Sorte, aber das erinnert mich persönlich auch ein bisschen an Bananensplit und das werde ich dann wahrscheinlich meiner Mama mal geben. Am 13. Dezember haben wir die Crunchy Bites hier drin. Das sind einmal diese hier. Die sind irgendwie mit Blaubeere oder so. 50 Gramm haben wir hier drin enthalten. Ich persönlich mag lieber die Nut Butter Balls, weil ich die einfach ein bisschen saftiger finde. Die hier sind halt wirklich crunchy, also hart. Aber das ist halt wirklich eine Geschmackssache. Blueberry steht doch drauf, Claudi. Blaubeere, ne? Genau. Ja, aber sie sind mit drin. Es ist auf jeden Fall ganz schön, auf diese Art und Weise das Sortiment von meinem Müsli mal ein bisschen besser kennenzulernen. Am 14. Dezember haben wir wieder 120 Gramm Tee hier drin. Und zwar Miss Winterberry, ein Bio-Schwarztee-Früchtemischung, aromatisiert mit Sternanis, Erdbeer- und Himbeergeschmack. Da muss ich mal gucken, ob das was für uns ist, weil Sternanis ist ja auch eigentlich eher so in die Richtung Anis, Zimt, Sternanis, weißt du, so halt, ne? Muss ich mal gucken. Ja, genau. Aber es ist ein Tee, der definitiv sehr, sehr gut in die Winterzeit passt. Am 15. Dezember erwartet uns wieder etwas Müsli und zwar habe ich hier Christmas Schoko Crunchy mit Kakao Quinoa Crunchy Zartbitter Schokoplättchen und Krokantbällchen. Das ist halt für meinen Freund, ne? Sowas hatten wir, glaube ich, auch in einem anderen Adventskalender schon drin und ich meine, dass er sich den schon unter den Nagel gerissen hat. Ja, sieht auf jeden Fall sehr lecker aus und ist halt wirklich, wirklich volle Elle, was für Schokolover. Na, am 16. Dezember gibt es noch Müsli-Riegel Superfruit. Ja, ne, wie gesagt, werde ich sicherlich super lecker finden, aber in so einem hochpreisigen Adventskalender brauche ich jetzt eigentlich schon 2 oder 3 von diesen Riegeln in einem Kläppchen. Ne? Das wäre schon so das, was ich erwarten würde. Eine Woche vor Heiligabend haben wir ein Müsli drin, was ich schon gegessen habe und was ich so lecker finde. Strawberry Acai Granola. Oh, das ist
so lecker, Leute. Das ist so eine richtig fruchtig, crunchige Geschichte. Mag ich sehr, sehr gerne und freue ich mich drüber, dass es hier auch drin enthalten ist. Cool. Am 18. Dezember gibt es wieder ein Porridge und das ist, glaube ich, was für Julius. Vanille-Kipferl-Porridge. Oh. Oh, 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 oh. Das ist auch eine süße Verführung, um das mal so zu sagen, ne? Aber ich glaube, das kommt wirklich, wirklich gut und das finde ich sehr cool, dass es hier mit drin ist. Ich liebe Vanillekipferl. Vielleicht kriege ich es hin, auch dieses Jahr mal welche zu backen. Ich finde, das ist immer so ein bisschen, der Teig ist immer so hart und das ist immer so, ne? Es ist halt kein Spritzgebäck oder so. Das ist immer so die Sache. Aber ich liebe Vanillekipferl. Ich atme die immer in der Weihnachtszeit ein, ne? Und ich sollte sie vielleicht echt mal selber backen. Auch der 19. Dezember hat wieder so eine, To-Go-Becher-Geschichte am Start. Schoko-Brownie, das ist für meinen Freund, das hat er auch schon gegessen. Und ja, da haben wir vor allem halt Schoko drin enthalten. Und ich glaube, da sind auch so Brownie-Stückchen oder so mit drin, da muss ich mal gucken. Schoko-Knusperstückchen, 11% Kakaokekse, Zartbitterschokolade. Mhm. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Ich habe gar nicht gesagt, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich renne hier so durch, weil ich einfach, ich bin so neugierig auf diesen Adventskalender. Ich habe hier Nut Butter Balls drin und zwar die Almond, Hazelnut und Peanut-Reihe. Also quasi drei verschiedene Sachen sind hier drin. Ne? Das habe ich erwartet in diesem Adventskalender. Finde ich richtig cool, dass sie das so gemacht haben. Wie gesagt, diese Nut Butter Balls mag ich sehr, sehr, sehr gerne und freue mich darüber tatsächlich. Das ist cool. Ja, am 21. Dezember haben wir leider eine Sorte drin, die weder mein Freund noch ich gerne mögen. Das ist Raspberry Dark Choc. Ich mag es nicht so gerne wegen der dunklen Schokolade, mein Freund nicht so gerne wegen der Himbeeren, das ist nicht so ganz sein Vibe. Und hier haben wir einmal das Müsli drin enthalten, ist aber glaube ich auch für Schokoholics, die auch so auf Früchte aus Schokobrunnen stehen, eine ganz große Geschichte. Und ja, das ist hier zwei Tage vor Heiligabend drin. Oder einen Tag? Nein. Wie viele Tage? Wo sind wir überhaupt? Ah, drei Tage vor Heiligabend, 21. Dezember. Reden, rechnen, läuft. Hier ist ein Marienkäfer. Schon wieder. Ganz schön viele Marienkäfer sind hier in letzter Zeit unterwegs, Leute, ich sag's euch. Oder ist es noch der vom letzten Mal, der sich hier irgendwie häuslich niedergelassen hat? Zwei Tage vor Heiligabend, am 22. Dezember, habe ich hier Almond Caramel Cherry Porridge drin. Oh, ja, auch das ist eher als einmal Essen so gedacht, ne? Hast du natürlich auch ein bisschen mit, mit Zimt auch mit am Start. Also das ist super weihnachtlich, aber am 22. Dezember, Entschuldigung, darf es natürlich sehr weihnachtlich hergehen, ne? 60 Gramm sind hier drin enthalten und ich glaube, man hat hier sehr viel Freude mit Haferbrei, mit Mandeln, gepufftem Getreide, mit gesalzener Karamellfett. Glasur und Kirschen. Das habe ich letztes Jahr auch drin gehabt und ich habe es so gern gegessen. Am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, würde man bei diesem Adventskalender einen Diätplan wahrscheinlich benötigen. Hier haben wir drin das Orange Chocolate Gingerbread Snack Mix. Oh, den. Oh, das ist ja crazy. 230 Gramm sind hier drin enthalten und wie schön sieht das aus. Ich glaube, das ist auch neu. Guckt euch mal diese kleinen süßen Lebkuchenmännchen an. Das finde ich ja spannend. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Orange und Schoko zusammen. Ist halt auch noch verschlossen, ne? Muss ich mal gucken, ob ich das mag oder ob wir das mögen. Ich meine, mein Freund ist ja manchmal auch ein bisschen crazy drauf und isst sowas wie After Eight oder sowas. Mal gucken, ob ich das mögen werde. Und nicht wundern, die Nummer 24 ist hier oben drin, ne? Das ist hier nochmal schön eingepackt bei mir. Und hier habe ich auf jeden Fall auch einen 10-Euro-Gutschein mit dabei, ohne Mindestbestellwert. Und das ist die Neuerung, die es dieses Jahr so gibt, dass man sich halt selber sein komplettes großes Müsli selber kaufen kann, was man selber haben möchte. Finde ich persönlich cool, denn wir haben öfters hier auch mal was drin gehabt, wo ich dann auch gelesen habe, Mensch, die Nummer 24 ist jetzt leider gar nicht mein Ding. Und deswegen macht es mega Sinn, dass mein Müsli entschieden hat, das dann auf diese Art und Weise zu machen. Ne? Und vor allem ohne Mindestbestellwert, da kannst du dir das dann einfach bestellen und bekommst genau das, was du haben möchtest. Und hier haben wir was Riesiges drin. Und das finde ich so cool. Also habe ich auch gerne als alternativ zu einem komplett großen Müsli hier drin enthalten. Oh my God, das ist eine Müsli-Vorratsdose. Das finde ich richtig geil. Finde ich mega smart und cool gemacht. Da kann man dann sein Müsli reinfüllen. Da wird halt ein komplettes Müsli auch so reinpassen. Ne? Finde ich mega schön. Und das ist ja nun gewesen. Einmal der komplette My Müsli Deluxe Adventskalender. Ich finde, dass er dieses Jahr richtig toll gestaltet ist. Mich persönlich
persönlich stören halt diese Müsli-Riegel hier drin. Das hätten die gerne genauso smart lösen können wie mit den Nut-Butter-Bowls, dass man da halt 3 Stück von reinmacht. Ne? Ich glaube, da freut man sich als Konsument ein bisschen mehr drüber. Trotzdem hat man hier einen richtig tollen Adventskalender, den man richtig cool mit einer ganzen Familie auch entdecken kann oder auch nur für sich. Ich persönlich bin, glaube ich, was die beiden Adventskalender angeht, die ich ausgepackt habe, eher bei dem Müsli-Adventskalender. Einfach, weil das halt mehr in unseren Flow reinpasst. Ne? Also, ja, der Tee hier drin ist sehr schön, aber wir zum Beispiel mögen nicht so gerne Zimt in dem Tee. Den Porridge finde ich super interessant und ich finde es auch cool, dass man hier mit dem Adventskalender das Sortiment noch mal ein bisschen besser kennenlernen kann. Da hat sich mein Müsli auf jeden Fall sehr gut repräsentiert. Ne? Aber letztendlich ist es eine Geschmackssache. Ihr könnt auf jeden Fall mit Claudi-Kalender 24 auf alle Adventskalender bei meinem Müsli 15% sparen. Wie findet ihr den Adventskalender? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!